willkommen zu meinem Freitagsvideo und vor allem herzlich willkommen zu meinem neuen Format mit dem tollen Namen Geschichten zum Berichten. Ja, ich habe jetzt einen Formatsnamen. Also, ich habe mir jetzt überlegt, euch gelegentlich mal ein paar Geschichten aus meinem Leben zu erzählen, so Dinge, die mir passiert sind und euch daran teilhaben zu lassen. Und ja, heute kommt die zweite Geschichte, die übrigens eine lose Erzählung ist. Er ist nur auf dem, was ich von meinen Eltern erfahren habe, die übrigens meine Mutter gerade im Hintergrund raschelt, beruht. Ja, und das ist eine Nagelfeile, die habe ich gerade hier liegen gefunden. Das ist, ja. Gut, lassen wir es jetzt dabei und ich erzähle euch. Also, die heutige Geschichte ist die Geschichte von meinen ersten Worten und ja, die ist nicht sehr lange, aber trotzdem. Also, ich bin ja adoptiert worden und am Anfang von meiner Adoption haben sie im Rathaus zu meinen Eltern gesagt, es könnte sein, dass ich taub bin oder stumm, weil ich weder gesprochen noch, weil ich nicht gesprochen habe und weil ich wohl auch nicht geantwortet habe. Ja, ist ja logisch, wenn man nicht spricht und auch nicht wirklich reagiert habe. Und so kam es dann, dass ich, dass meinen Eltern gesagt wurde und sie haben mich trotzdem genommen. Also an dieser Stelle. Ja. Und dann nach dem, was mir erzählt wurde, war es wohl so, dass mein Vater mit mir viel Zeit verbracht hat und wir damals, das war in Sao Paulo, bei Nonnen gewohnt haben. Und da war dann dieses Haus und das Haus war, ja, nicht unbedingt schön, aber was war ein Haus? Naja, es war ein Dach über dem Kopf. Und da gab es dann ein Stockbett, und da daneben, neben dem Stockbett in dem Zimmer, also meine Eltern hatten nur ein Zimmer und da war ein Stockbett drin. Und neben diesem Stockbett gab es dann dieses Bettchen, in dem ich gelegen bin. Und ja, auf jeden Fall haben meine Eltern dann, habe ich da drin dann geschlafen oder eben auch manchmal nicht geschlafen. Eher nicht geschlafen. Und dann gab es da eben auch noch dieses Fenster und an dem Fenster direkt war eine Laterne. Also vor dem, also da auf der Straße. Und mein Vater hat dann wohl jeden Tag mit mir Zeit verbracht und aus dem Fenster geguckt und mit mir geredet viel. Und irgendwann, dann nach einer Weile, habe ich angefangen mit meinen Eltern auf Brasilianisch zu sprechen anfangs. Um die Frage gleich vorwegzunehmen, nein, ich kann es gerade aktiv nicht mehr, aber ich vermute, wenn ich es wieder lernen wollen würde, würde ich schon recht schnell wieder lernen. Weil es ja eigentlich meine Muttersprache ist. Aber ja, inzwischen kann ich es nicht mehr wirklich. Aber ich verstehe noch die Worte, wenn man mit mir Brasilianisch spricht, aber ich kann es eben da nicht richtig beantworten, weil es ist im Kopf, aber es ist ganz tief vergraben. Ja, und dann habe ich auch vor allem meine Eltern anfangs immer auf Brasilianisch Tia und Tio genannt, was Onkel und Tante heißt. Und dann nach einer gewissen Zeit irgendwann, wartet mal, jetzt will ich nichts Falsches sagen, habe ich, bevor ich meinen ersten Satz gesagt habe, habe ich da schon gesprochen? Nee. Ah, entschuldigt, die Geschichte ist etwas durcheinander geraten. Also, es war so, dass ich dann, wie gesagt, nicht gesprochen habe, Ewigkeiten. Und dann irgendwann saß ich mit meinem Vater am Fenster und dann habe ich gesagt, ein Licht, weil da vor dem Ding ja die Lampe war. Und danach habe ich dann angefangen zu reden und dann habe ich meine Eltern Tia und Tio erst genannt und dann irgendwann Mama und Papa. Mamai und Papai in dem Fall. Und ja, dann irgendwie ging es recht schnell und ich habe dann angefangen, die Sprache zu lernen und ja, habe dann auch gar nicht mehr aufhören wollen zu reden. Und mein Vater sagt manchmal heute im Scherz, also seit dem Tag hat sie nie wieder aufgehört zu reden, redet ohne Pause. Ja. Und naja, da die Geschichte von meinem ersten Wort jetzt etwas sehr kurz ist, denke ich, ich erzähle euch noch die Geschichte, wo meine Mom so mir erzählt, dass sie wirklich so das erste Mal verstanden hat, dass sie jetzt eine Mom geworden ist. Das war ungefähr in der dritten Nacht dann und sie hat mir immer mit ihrem Finger so gemacht an der Nase nachts.
Und dann irgendwann, mitten in der Nacht, habe ich dann wohl meine kleine Patschehand durch dieses Gitter vom Bettchen gestreckt und habe nach Mamas Hand gegriffen. Und in dem Moment ist meine Mutter bewusst geworden, dass sie jetzt eine Mom ist. Wann der Moment bei meinem Dad war, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich vermute, der kam schon früher, weil, ja, das, weil mein Vater und ich hatten schon immer irgendwie so eine ganz komisch innige Beziehung, so manchmal verstritten, dann wieder doch nicht und wir sind irgendwie so ein ganz komisches Pärchen und so wirklich, wir sind die schrägen zwei. Und das Witzigste ist, was wirklich jeder sagt, wenn er uns so sieht, ist, also wenn Mom nicht dabei ist, denken voll viele, mein Dad ist mein biologischer Vater, weil ich ihm so unfassbar ähnel. Und zwar nicht nur so von der Art, sondern auch so ein bisschen vom Aussehen. Also ich ähnel meinem Vater extrem. Manchmal sage ich immer so einen Witz zu meinen Eltern, jetzt muss ich mir nur noch einen Bart wachsen lassen, dann bin ich mein Vater. Und dann, also als Kind war es immer mein Traum, irgendwann mal so einen schönen Bart zu kriegen wie mein Vater. Inzwischen ist es mein Albtraum, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das noch toll an mir aussieht. Ja, auf jeden Fall, was auch für mich und meinen Vater sehr besonders war, war, er war auch der Mensch, der mich wahrscheinlich von allen Menschen auf der Welt am meisten getragen hat. Also wirklich, es gibt halt diese Geschichte, ich weiß, es ist jetzt voll komisch, aber wenn ich schon dabei bin, dann erzähle ich die jetzt halt auch noch. Also meine Großeltern haben, als meine Eltern sich ein Kind gewünscht haben, sind die in eine Kirche gegangen, ganz weit hoch auf einem Berg. Da geht man wohin, wenn man einen Kinderwunsch hat und betet dort. Und dann kann es passieren, dass man dann wirklich ein Kind bekommt. Und meine Eltern sind dann wieder mit mir zusammen auf diesen Berg hoch. Und mein Vater hat mich bis ans oberste Rand des Berges hochgetragen. Und er hat sich auch irgendwie nie beschwert, wenn ich rumgetragen werden sollte. Und ich bin auch etwas länger als die meisten Kinder getragen worden. Also ich war auch schon wirklich teilweise richtig schwer, als mich mein Papa noch getragen hat. Und er hat sich wirklich nie beschwert. Und manchmal heutzutage, wenn ich einen Scherz mache, sage ich zu ihm, also ich gehe jetzt dann hoch. Trägst du mich noch schnell? Ja, und mein Vater hat mich immer schon auf Händen getragen und an sich war mein Vater und meine Mom schon immer irgendwie, ja, die Grundpfeiler meines Lebens. Und das klingt jetzt irgendwie voll kitschig, aber ich wollte es einfach mal an dieser Stelle erzählen. Und ja, ich bin ja übrigens um die Weihnachtszeit rum adoptiert worden, deswegen, okay, jetzt können wir ja nochmal eine Geschichte bringen. Wenn wir schon dabei sind, dann bringen wir jetzt halt auch noch die allerletzte Geschichte. Und zwar, das war am 24. Dezember 1996. So, jetzt haben wir es aber ganz genau. 95. Es tut mir leid. 95, jetzt sind wir ganz genau. Am 24. Dezember 1995. Da war es dann so, dass meine Eltern, damals noch in Brasilien, in eine Kirche gegangen sind. Und mein Vater hat dann auch erzählt, dass die Kirche voll schön war und toll. Und ja, das Problem war nur, dass ich von Anfang an bei diesem Gottesdienst wohl geschrien habe wie am Spieß. Und meine Mom dann gesagt hat, so hat es ja keinen Sinn und sie dann mit mir zusammen nach Hause gehen wollte, zu dem Haushalt. Und dann war es wohl so, dass sie mit mir durch diese Straßen gegangen ist und dann war aus irgendwelchen Gründen die Tür von diesem Haus zu und Mama hat den Schlüssel nicht dabei gehabt. Dann ist sie da mit mir mitten in der Nacht am 24. Dezember auf der Straße gesessen in Brasilien, wo an der Tankstelle, die in der Nähe war, wo ein paar Typen ganz schön randaliert haben und hat das Kind versucht, das schreiende Kind zu beruhigen und darauf gewartet, dass mein Vater endlich zurückkommt. Und dann waren wir da einfach nur wir beide. Und entschuldigt, ich habe mich verschluckt. Und das Witzige ist, das ist so meine allererste Erinnerung, die ich habe. Also so dieses, wie ich mit meiner Mutter da vor dieser Haustür sitze. Das ist so meine erste Erinnerung, die ich so aus meinem neuen Leben habe. Und ja,
Am Ende ist mein Vater gekommen, wir sind reingegangen und wahrscheinlich habe ich dann nach langem Gezeter irgendwann auch geschlafen, um die Geschichte abzuschließen. Aber auf jeden Fall sind meine Mutter und ich dann zusammen auf dieser Treppe gesessen und haben am 24. Dezember irgendwie so dieses typische Weihnachtsgeschichten-Ding gehabt, so dieses Warten auf das Kind und dann hat man das Kind und dann steht man vor einer schwierigen Situation, vor der zuhenden Tür von der Herberge. Ich habe das Wort jetzt gerade echt gesucht. Von der Herberge und wartet da eben darauf und hat dann sein Kind im Arm. Ja, gut, das war die heutige Geschichte, die ich euch berichte. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch. Schreibt euch mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und ich würde jetzt sagen, ihr kommt zur Auflösung meines Querdenker-Quiz. Naja, eigentlich war es mehr als nur eine Geschichte, aber gut. Also, ich lese euch wie immer die Frage vor und dann kommt die Antwort. 6 plus 4 gleich 210. 9 plus 3 gleich 612. 8 plus 5 gleich 313. 9 plus 7 gleich 216. 4 plus 3 gleich 17. Na, welchem querdenkerischen Muster stimmen die Gleichungen? Nach welchem? Es tut mir leid. Ja, wie immer die Frage. So, jetzt gucken wir mal. Hier wurde erst das Subtraktionsergebnis der Aufgabe und dann das Additions genannt. Also 6 plus 4 gleich 210 bedeutet 6 plus 4 gleich 2. 6 minus 4 gleich 2. Und dann 6 plus 4 gleich 10. Keine Aufgabe für Adam Riese, für mich auch nicht. Also, hier kommt dann die Antwort. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Nächste Woche weiß ich noch nicht, was für ein Video kommt, aber es kommt auf jeden Fall eins wieder am Mittwoch. Ich hoffe, dass du da draußen wieder dabei bist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Geschichten so findet und ob ihr mehr davon hören möchtet. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und eine tolle Zeit. Und vor allem, dass ihr nicht irgendwo vor einem Haus sitzt mit dem Schreien gehen. Und wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.